Also, wir haben hier Luisa und Michele bei uns. Sie haben im Küchenteam geholfen. Ganz gut, danke vielmals. Es war lässig. Also, wir sind immer tiptop bedient worden. Es hat, glaube ich, immer geklappt. Ich habe nie etwas Negatives gehört. Wie haben wir diese Woche aufgenommen? Sag du. Ja, eigentlich ist es noch cool, zum so mal schauen, wie das so ist im Lokal. Okay. Ist das anstrengend? Es geht, es ist einfach so, während der Zeit, als wir dort waren, zum Schöpfen und so, ist viel gelaufen. Man hat einfach nicht alles so schnell. He? Also man tut ja nicht so schnell, einfach gerade mal 130 Leute verköstigen. Und ihr habt ja relativ wenig Zeit immer für das. Es ist ja immer alles, gerade immer ein Rahmen von Stunden, anderthalb, dass wir so vorbei sind. Und das ist eine Bravour bewältigt worden, die Mammutaufgabe. Habt ihr sonst etwas, wo nicht gut war? Also ich fand es mega lustig, gefunden, aber manchmal war es einfach so, wenn man das Essen gegeben hat, dann haben sie gesagt, ja noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und wenn wir dann abgeräumt haben, dann haben wir genau gesehen, dass sie nur die Hälfte gegessen haben. Ah, bei der Küche, okay. Und dann haben wir es einfach ein bisschen schade gefunden, weil ja, dann haben wir zum Beispiel manchmal Kartoffelstock zu wenig gehabt und haben mega viel gesagt, ja noch mehr. Und dann haben wir am Schluss zu wenig gehabt und am Schluss sind gleich noch Berge übrig gewesen von der Küche. Ja, okay. Okay. Essen allgemein, haben ihr auch das Essen verloren? Ja. Schon? Und wie haben die es gefunden? Viele fragen das immer, das ist noch wichtig. Ich habe es cool gefunden. Okay, fein. Wir haben es mega cool gefunden und vor allem, dass wir auch noch an dem Polysportiv-Teil mitmachen können. Okay. Und auch an den Aktivitäten, die es manchmal gegeben hat. Und dass wir auch noch essen und so. Okay. Und wie habt ihr gefunden, was hat euch am besten gefallen von dir? Jetzt habt ihr gesagt, Polysportiv oder Aktivitäten. Was habt ihr cool gefunden? Wir sind ja selber auch noch jung. Also, ich begreife, dass man fast Lust kriegt. Also wenn ich das immer gesehen habe, habe ich auch immer wieder so Lust gekriegt zum Mitmachen, ist klar. Und was habt ihr nie so speziell? Oder was habt ihr euch unheimlich gereizt? Was habt ihr cool gefunden? Ich habe es noch cool gefunden, das Fechten. Okay. Ich wusste jetzt nicht, wie ich das ausprobieren. Aha. Ja. Das habe ich auch gefunden. Ja, bei mir ist, ich bin halt am Mittwoch krank gewesen. Ja, aber genau, dann, ja, das Fecht habe ich mega cool gefunden. Ja. Vor allem, dass jeder sich kann organisieren, weil das gibt es ja, glaube ich, nicht in Graubünden. Nein, es sind extra von Basel gekommen, genau. Das finde ich auch noch stark, dass wir können organisieren. Ja. Cool, dürfen wir euch nicht schon wieder anfangen? Und mitmachen. Ja. Ja, cool, freut mich. Super, danke vielmals fürs Interview, Luisa, merci, Michela, danke vielmals.